Liebe Müngersdorfer, liebe Vini-Diretti-Freunde, im Namen der Familie Lohr-Engel und Joachim möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die großartige Resonanz der letzten 2,5 Wochen. Hier im Laden war unglaublich viel los. Es kamen viele E-Mails rein, viel wurde bestellt, auch Spenden, Gutscheine wurden geordert. Wir sind wirklich sehr überwältigt und an der einen oder anderen Stelle hatten wir auch logistische Probleme mit der Beantwortung der E-Mails. Und auch beim Versenden, ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach. Wir hatten so viele Helfer um uns herum, denen ich auch Danke sagen möchte. Die ganzen Einpacker der Osterpakete oder auch im Lager, wo Tonnen an Wein hin und her geschleppt wurden. Auch der Jens, der jeden Tag ausgefahren hat hier in Junkersdorf, Müngersdorf, Braunsfeld. Und auch Dank an Toni Leistner, der in seiner trainingsfreien Zeit hier für uns ein wichtiger Multiplikator war. Wenn ich aber so rausschaue auf die Terrasse und auf die gegenüberliegende Treppe, die sonst immer auch an so einem Tag wie heute sehr bevölkert ist, sieht man immer noch niemanden. Die Lage hat sich nicht verändert. Auch für die nächsten Wochen wissen wir nicht, was passiert. Bis Ende Juni sind ja alle Veranstaltungen bei uns abgesagt, so wichtige Hochzeiten oder auch Firmenveranstaltungen. Und die Restaurants sind immer noch geschlossen, die wir sonst auch beliefern. Aber dank euch hat uns das wirklich Mut gemacht, hier durchzuhalten und weiterzumachen. Wir müssen uns aber auch überlegen, wie wir Vini-Diretti ein bisschen anders aufstellen. Teile behalten, aber neue Teile, vor allem in der digitalen Welt, mit dazunehmen. Und viele von euch haben ja auch zu Hause die Erfahrungen in den letzten Wochen gemacht mit Homeoffice und Videokonferenzen. Davon wollen wir das ein oder andere auch übernehmen. Und so werde ich euch gleich ein paar Osterpakete besprechen, die eure Liebsten vielleicht auch jetzt schon zu Hause haben. Und damit ihr wisst, was das alles für Produkte sind. Und normalerweise bespreche ich das ja gerne hier persönlich immer im Laden. Das ging dieses Jahr nicht, deswegen der erste Versuch mal, die Besprechung der Osterpakete. Und das zweite ist, lasst uns doch einfach teilhaben an euren schönsten Ostergenussmomenten, vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand, dass ihr uns Fotos schickt von euch oder Videos und die bei uns auf Facebook oder Instagram einstellt. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest, bleibt gesund und teilt dieses Video möglichst auch wieder so fleißig wie das letzte und eure Familie Lohr-Engel und Joachim.